Ein LKW hat 4 tote Winkel, in denen eine ganze Schulklasse verschwinden kann. Direkt davor, direkt dahinter und an beiden Seiten. Besonders beim Abbiegen wird es oft brenzlig und es kommt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Denn im direkten Vergleich mit diesen Riesen zieht jeder andere Verkehrsteilnehmer den kürzeren. Ein Problem, das auch in Mönchengladbach akut ist. Deswegen veranstalteten Polizei, Stadtverwaltung und Verkehrswacht heute eine große Aktion in Reit. Es ist in ganz NRW ein großes Problem und auch wir in Gladbach haben die meisten Unfälle als Ursache beim Abbiegen. Dieser 16-Tonnen-Brummi ist heute der Hauptdarsteller. Er nennt sich Timo Truck und tingelt mit einem Team aus Transportbotschaftern durch Deutschland. Einige von ihnen sind selbst Lkw-Fahrer und wissen deswegen auch ganz genau, wie gefährlich die riesigen toten Winkel sind. Kein Lkw-Fahrer möchte jemand im toten Winkel überfahren, aber wir sehen die Leute da einfach nicht. Deswegen gehen wir ja auch mit dem Schätzchen hier an die Schulen und erklären den Kindern, welche Stellen gefährlich ist und wo sie bitte wegbleiben sollen. Diese Kombination unterschiedlichster Spiegel soll den Fahrern helfen und den toten Winkel verkleinern. Ganz verschwinden wird er trotz neuester Technik aber nie. Fahrer Markus wird das jetzt auf dieser Kreuzung mitten in der Reiter Innenstadt vorführen. Den Fußgänger spielt Borussen-Maskottchen Jünter. Trotz seiner Größe verschwindet selbst er seitlich im Nichts. Der bekannte Formel-1-Reporter und gebürtige Mönchengladbacher Kai Ebel moderierte die Veranstaltung und ist beeindruckt von der Vorführung. Mein Führerschein, kann man sich vorstellen, ist auch schon eine Weile her. Und ich habe mich also auch schon gewundert, wie groß so ein toter Winkel ist, dass da eine ganze Schulklasse drin verschwinden kann. Ich hatte tatsächlich diesen Zusatzspiegeln irgendwie mehr zugetraut. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt in einem mehrachsigen LKW sitzt oder in einem normalen PKW. Da neben Kindern auch Senioren oft Opfer solcher Verkehrsunfälle sind, stellten Studierende der Hochschule Niederrhein heute noch eine spezielle reflektierende Modekollektion vor. Diese soll schützen und außerdem modisch sein.